Trari, trara, da ist er wieder. Oder so ähnlich. Also, wir sind hier gerade A, auf der Tanneberg. Herzlich willkommen. Und wir sind B, dabei, hier noch den Rest an Kurs zur BGA fertigzustellen. Irgendwelche Leute über den Haufen zu fahren, die hier gerade rumlaufen und meinen, wieder mir auf den Zeiger gehen zu müssen. Und jetzt wollen wir dann hier Kurs fertigstellen. So, das setzt aber erstmal voraus, dass wir hier Flitzpiepe an die Seite stellen. Damit wir hier den Kurs vernünftig einfahren können. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass wir ungefähr auf die Halteposition kommen. So. Und dann wollen wir hier das Ganze dann per Rückwärtsabladen ins Silo kippen. Dazu drehen wir hier einfach eine geschmeidige Runde. Hauen den Rückwärtsgang rein und fahren dann mal ein Stückchen zurück. Wir haben jetzt den Anhänger hinter, das ist natürlich nicht ganz so toll zum Einfahren, aber wir fahren auf jeden Fall weit genug zurück, sodass wir sicher gehen können, dass auch hier der Punkt zum Abkippen erreicht ist. So. Dann kippen wir jetzt auch mal schnell ab. Bitte. Was? Was ist das denn? Na, das ist ja auch ein ganz toller Trick hier. Nicht, dass er nachher mit der halben Ladung wiederkommt. Ich will hier einfach nur einen Haufen haben. Mehr möchte ich gar nicht. Also ich sag mal so, die BGA-Silos sind nicht unbedingt abkippfreundlich gestaltet. Wir lassen uns davon aber nicht beirren. Fahren schon mal hier hin. Und stellen den einfach wieder zum Schieben ein. So. Das sollte passen soweit. Mal gucken. Ja, sieht vernünftig aus. Okay. Dann kannst du weiter. Was ist denn, wenn wir hier links rumfahren? Wo kommen wir denn dann raus? Wir werden das testen. Ich möchte gerne wissen, wo wir rauskommen, wenn wir links rumfahren. Wie da der Weg ist. So. Und dann fahren wir hier lang. Bam. So. Und wieder einfangen hier und weiter geht's. So. Wo kommen wir jetzt raus? Das ist eigentlich den oder der Weg, den ich eigentlich hätte nehmen wollen. Wahrscheinlich ist das... Ja, ich ahne es schon. Das ist der Weg, den ich vorhin gefahren bin, ne? Oder in der letzten Folge. Vielmehr für euch. Ne? Oder? Oder? Ja, ist es. Erzählt's keinem weiter. Egal. Jetzt sind wir hier. Haben eine kleine Rundfahrt gemacht. Das passt schon. So.
So, jetzt fahren wir noch schnell hier zurück auf die Fläche. So, halten hier an und speichern das Ganze unter W14BGA. Oh, was habe ich denn hier gemacht? W14BGA Silo rechts. Allmächtiger. Wenn man nicht hinguckt, ne? So. Jetzt aber. Und damit ist auch klar, hier kommt auf jeden Fall in der nächsten Folge Gras drauf. Oder das heißt, in der nächsten Folge. Wir müssen ja erstmal pflügen. Das ist mal wichtiger. Du sollst kombinierten Modus machen. Wir möchten ganz gerne, dass du diesem Gerät hinterher fährst. Und dann fahr mal los. Jetzt müssen wir dich nur noch einstellen, dass du rechts vom Drescher fährst. So, klappt das denn? Ja, das sieht doch vernünftig aus. Ja. Oh, da schließt das schön auf. Ist aber jetzt nicht das, was ich will, weil... Lass mich mal ein bisschen zurückfallen. Hier vorne an der Ecke wird es nämlich dann ein bisschen kriminell. Ganz so weit weg brauchst du auch nicht fahren. Dafür bleib mal lieber ein bisschen weiter hinten. So, jetzt wird's interessant. Schafft das oder schafft das nicht? Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Er hat's gemeistert. Sehr schön. Das heißt, den nächsten können wir dann auch einstellen. Und dann sollte das hier automatisch laufen. Der hat minus 6 und minus 7. Jetzt fahre ich noch eben schnell hier vorne an die Ecke. Und dann laufe ich mal hier rüber und hole das andere Auto. So, dann kannst du nämlich auch kombinierten Modus machen mit dem Häcksler. Hier müssen wir mal gucken, ob er damit zurechtkommt. Und dann nimmst du diesen Kurs. Ja, der Stopppunkt ist nicht clever gewählt. Er fährt aber schon mal los. Ah, weil der fertig ist. Na, sehr schön. Ja, dann haben wir doch hier einen fliegenden Wechsel drin, das ist doch gut. Dann gucken wir gleich noch, ob der damit leben kann, dass der andere hier da seinen Rechtsknick macht, ob das auch so passt vom Abstand her. So, er ist eigentlich auch relativ weit hinten und auch ein Stück weiter weg, das ist... Bei den kleinen Autos hier ist das immer sehr schön, weil die halt nicht so eine lange Schnauze haben oder auch vom Fahrzeug, von der Fahrzeuglänge her nicht so riesig sind. Und wir sehen, das läuft hier eigentlich ganz gut. Sehr schön. Dann wollen wir noch mal ein bisschen Dienstaufsicht machen. Wir gucken mal, er fährt, das ist gut. Du schiebst, das ist auch gut. Du stehst rum, das ist nicht so toll. Und... Hier wird noch munter gegrubbert. Alles klar. Freie Autos haben wir jetzt eigentlich
nur noch den Gemieteten. Haben wir denn noch Personal? Nein, alle am Arbeiten. Alles klar. Das heißt also, ich könnte den jetzt nicht losschicken zum... Na, zum... Säen. Genau. Ich wollte eigentlich noch Saatgut rausbringen. Aber diese Folge nicht mehr. Das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich hoffe, bis dahin hat sich dann hier noch was getan. Ich meine, das ist ja jetzt noch... Ja, gut. 50% sollten geschafft sein. Guck an hier. Achso, das sehe ich jetzt nicht. Weil ich muss hier gucken. Genau. Ja, doch, das sind mehr als 50% hier geschafft wurden. Das ist doch in Ordnung. Da wurde gesät mit Düngestufe 2. Das ist auch schon mal sehr gut. Wenn wir hier dann nachher Zeug ausbringen, dann auch mit Düngestufe 2 auf jeden Fall. Da können wir dann nochmal eine Runde drehen. Hier kommt der Olli gerade. Und ist am Fahren. Wer fährt denn hier unten? Alpha-Robbe. Oh, oh. Ja, wir gucken uns das hier erstmal an. Das Drama. Ist schön, wenn dieses ganze Ballett wieder funktioniert. Jetzt müssen wir nur warten, dass dann irgendwann mal hier Platz gemacht wird, ne? Kollege? Mal gucken, wie er sich jetzt beim Abkippen schlägt, ob das wirklich so ein Graus ist. Oder ob das am Kipper liegt, ich weiß es halt nicht. Das müsste man nochmal kontrollieren. Oje, ich ahne fürchterliches. Joa. Das habe ich bald befürchtet. Jetzt ist die Frage, liegt es am Kipper? Das ist die Frage. Das ist hier die Frage. Ich weiß es halt nicht, ob es am Kipper liegt. Der ist ja so an sich ganz, ganz schnuckelig und auch von der Größe her wirklich top, ne? Aber wenn der hier so Probleme macht, ist das nicht wirklich toll. Ja, hier fängt es nämlich wieder an. Wieso ärgerst du mich so und kippst nicht richtig ab? Das ist echt nervig. Fährst du weiter? Du fährst weiter. Ja, schaffst du es dann auch hier diese hässlichen Haufen da noch reinzudrücken? Was ist denn mit dir jetzt schief? Ach, come on. Oh, ich wollte auch Rückwärtsgang reinmachen. Da muss man hier nochmal selbst Hand anlegen. Das geht ja so nicht.
Das ist jetzt Gras oder was? Boah, ist das zum Kotzen, ey. Sobald ich dann hier aus dem, ja, aus dem Silo raus bin. Ach, Leute. Hier schieben wir jetzt erstmal das Hexelgut an die Seite. Und dann schieben wir das Gras raus. Und dann würde es mich echt interessieren, wie das bei dem anderen aussieht. Ob der genauso Probleme macht. Ach, jetzt hat er noch... Ich raste aus. Wobei... Wir können jetzt diesen Moment nutzen, um... Die restliche Grasmenge, die da dran ist... Och, jetzt mache ich den aus. Und ja, ausnutzen und das Ganze halt hier aus dem Silo rausdrücken. Aha. So. Jetzt nehmen wir dann den anderen Haufen hier noch. Ja, das war vielleicht ein bisschen hart eingestellt. So, dann ist schon mal das Gras raus. Das werden wir einfach hier an der Seite dann ablegen. Aber wieso hat er da Gras draus gemacht, ne? Das will ich mir noch nicht so richtig in die Birne rein. So. Und jetzt bitte Häckselgut verdichten, schieben, was auch immer. Den Vorwärts-Rückwärts, das üben wir nochmal. Habe ich aber auch schon in den anderen Folgen gesagt, dass ich das üben wollte. Ah, jetzt hat er Häckselgut drin. Das ist gut. Jawohl. Ja, so will ich das haben. So, jetzt stellen wir den hier mal auf den Kurs. Und gucken mal jetzt, was er macht. Wenn das nämlich jetzt läuft, ist es okay. Wo ist denn hier Nachschub? Das sieht mir nämlich so aus, als ob es da unten gleich Begegnungsverkehr gibt. Das läuft. Ach ja, okay. Kann nicht laufen, weil der hier eskaliert. Jetzt kommt nämlich das Problem hier mit dem seitlichen Abstand, den wir ja beim Vorgewende haben mussten. Und jetzt machen wir es ganz einfach so und stellen hier das Ganze wieder auf. Ups. Automatisch. So. Und dann fahren wir hier mal munter neben dem Kollegen her. Sagen immer, wir machen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Minuten länger hier, weil ich will nämlich jetzt wissen, wie er sich hier schlägt. Fahr einfach weiter. Ob das echt am Kipper liegt, dass er da so scheiße unterwegs ist, sag ich jetzt einfach mal so.
Fahr einfach. So, gucken wir jetzt mal. Ach, der andere wird ja genauso dann eskalieren, ne? Wir kommen gleich nochmal zu dir. Wir wollen hier auf jeden Fall... komm schon. Automatisch. Wäre schön, wenn du das Ganze jetzt auch dann so machen würdest. Ja, ja, ist klar, ist mir klar. Dann fahren wir weiter. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Weit gekommen bist du ja noch nicht, ne? Das Spiel ärgert mich. Oder mobbt mich. Tralalala. Frage ist, klappt es oder klappt es nicht mit dem Abkippen? Dann weiß ich auf jeden Fall jetzt schon, dass wir den anderen Kipper für die BGA nicht nutzen können. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier nochmal so einen zweiten Ladewagen. So ein Gerät hier oder ein bisschen was anderes. Müssen wir dann mal schauen. Und da steht auch noch Gerät rum. Er muss ja dann gleich hier mal auf seine Halteposition fahren. Jetzt wird's spannend. Ob wir das noch unter 25 Minuten schaffen, ich weiß es nicht. Ist auch mal ungewöhnlich, ne? So eine etwas längere Folge von mir. Ja. Aber einen guten Tag heute, ne? Muss man so sehen. Eieieiei. In den Palettenstapel reingefahren. Ja, es liegt echt am Kipper. Schade. Was ist denn mit dir? Von wegen liegt dann Kipper, liegt dann am BGA. Ist das nervig. Na ja, gut. Hallo, hallo. Wo willst du hin? Du sollst einfach hier weiterfahren. Ach, du willst am ersten Wegpunkt. Ja, verstehe. Ich muss das natürlich auch umstellen, hast du vollkommen recht. Auch noch ein bisschen im Kreis hier. So. Und jetzt fahr mal. Alles klar, Freunde. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Entschuldigt die etwas längere Folge, aber es musste sein. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder und vielleicht auch bei einem meiner anderen Videos, wer weiß das schon. Schaut auf jeden Fall wieder rein.
wenn es hier neue Videos gibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, macht es gut, Freunde. Ciao, ciao.